Hi Leute, wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Es hat ein bisschen abgekühlt, habe jetzt auch schon eine dünne Jacke an. Aber gut, die Hitze war ja auch nicht immer so toll. Gut, zu meinem Thema, was ich heute ansprechen will, in meinem Video. Ich wollte mal einen Thumbs up zum Patz E-Cycle geben, oder E-Bike. Wie gesagt, ich kenne deinen Namen jetzt nicht wirklich. Hab dich noch nicht so lange abonniert, es sei mir vergeben. Aber ich wollte dir mein großes Lob aussprechen. Meinen Respekt, ein paar Leute vorbei. So wie gesagt, ich will dir ein großes Lob aussprechen und meinen Respekt auch aussprechen, dass du das Thema hier so öffentlich ansprichst. Wie du über deine Ordnungswidrigkeiten, sage ich mal, in Anführungsstrichen sprichst und die Leute auch sensibilisieren willst. Ich denke mal, da werden auch viele ihre blöden Kommentare, manche auch dumme Kommentare drunter setzen, aber das bleibt da nicht aus. Du als YouTuber kennst das ja bestimmt. Ich selbst bezeichne mich nicht wirklich als YouTuber. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit auch so ein paar Bike-Reviews angefangen. Aber da hat YouTube dann die Regeln geändert. Und plötzlich waren die Views weg. Aber gut, anderes Thema. Wie gesagt, das Thema ansprechen bei dir mit den Ordnungswidrigkeiten. Ja, ist blöd gelaufen, würde ich sagen. Ich denke mal nicht, dass du irgendwie da irgendwas beabsichtigt hast, irgendwelche Gesetze zu brechen, wie jeder andere auch, der sowas macht. Aber so, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Behörden bei dir so ein bisschen ein Exempel statuieren wollten. Vielleicht mal ein YouTuber blamen, pass auf, hier geh mir der richtig mal einen auf den Sack und du posaunst das dann mal raus an deine Viewer und so weiter. Ja, ob das jetzt übertrieben ist oder nicht, was die gemacht haben, okay, ist aber dahingestellt. Ich finde es auch ein bisschen überzogen, wenn man sich auf eine Mauer setzt und da sich kurz mal ausruht oder kurz mal chillt, dass man einem da direkt eine Strafe aufbrummen muss. Okay. Ja, es gibt Gesetze in Deutschland, die müssen eingehalten werden. Wir wissen das alles. Alles gut. Auch, dass du die Powerbank dann verloren hast. Ja, du hast sie ja nicht weggeschmissen. Aber an der anderen Seite haben sie sich gedacht, okay, du hattest wahrscheinlich gar nichts erst damit da zu suchen in dieser Powerbank. Aber auch egal. Ich selbst mache selbst Drohnenvideos, habe dann Gewerbe angemeldet und man muss wirklich für alles eine Genehmigung einnehmen. Egal wo du fliegst, fast überall brauchst du eine Genehmigung. Wenn du es genau nimmst, brauchst du auch eine Genehmigung. Wenn du irgendwo übers Feld fährst oder fliegst, müsstest du dir eigentlich den Bauern suchen, der dafür zuständig ist, dem das gehört. Und bei dem müsstest du dir eine Genehmigung einholen, um dort zu filmen. Ich muss gerade über die Straße fahren. Ja, nochmal. Wie gesagt, die Strafen, meine Augen sind etwas überzogen, die dir da gegeben worden sind. Wir als Community-Zuschauer, allgemein Leute, die gerne rausgehen, Drohnenbilder machen und so weiter, müssen dir trotzdem ein Lob aussprechen, dass du so offen über dieses Thema gesprochen hast. Aber ich hoffe trotz allem, dass einige Leute etwas daraus lernen, ihre Schlüsse ziehen und vielleicht in Zukunft auch ein wenig drüber nachdenken, was sie da in den Wäldern betreiben. Deutschland ist ein relativ sehr kleines Land. Die Natur, die wir haben, mit der müssen wir wirklich respektvoll umgehen. Und ich sehe auch selbst immer öfters, dass Leute einfach in den Wald gehen, ihren Müll zurücklassen, mit ihren dicken Mountainbike-E-Bikes einfach durchspannern, den Boden aufwühlen, Tiere belästigen und so weiter. Wir haben nicht viel Platz, in dem sich Tiere wirklich zurückziehen können. Sei es Reh, sei es Schwarzwild, Rotwild, Insekten und so weiter. Über die Jahre ist es immer weniger geworden. Deswegen fallen diese Strafen, denke ich mal, auch sehr brachial aus. Und einer, der ein wenig in der Öffentlichkeit stehst oder steht, der wird natürlich direkt zur Kasse gebeten und es wird direkt ein Exempel statuiert. Also lass den Kopf nicht hängen. Du hast nichts anderes gemacht, wie manche andere Leute auch machen würden. Ich zähle mich damit dazu. Die Gesetze sind sowas von schwammig geschrieben, auch was Drohnen angeht. Es ist nicht einfach, da überall oder das überall zu kapieren und zu verstehen, was da drin geschrieben wird. Ich selbst habe ja noch nicht viele Videos hochgeladen. Wie gesagt, also wenn ihr Bock drauf habt, Leute, könnt ihr mich gerne abonnieren. Mal auch einen Daumen hochlassen. Und mich vielleicht ein wenig unterstützen. Ich habe auch sehr teures Equipment mit mir gekauft und wollte auch euch ein bisschen die Natur näher bringen, die Gesetzeslage auch mal
eher verständlich zu zeigen, damit das auch jeder verstehen kann, weil für uns Normalos ist das alles nicht so einfach. Ich vergleiche das immer mit unserem Steuergesetz, das ich bis jetzt heute auch nicht kapiert habe. Aber gut, egal. Nochmal vielen Dank, dass du so ein Video hochgeladen hast. Du bist ein ganz toller Typ. Mach weiter so, deine Videos sind top. Ich weiß, es war nicht so viel E-Bike, habe zwar auch eins, das war schon meistens so im Winter und das ist ein Gravelrad von Cannondale. Jetzt hocke ich auch mal im Cannondale, aber kein E-Bike. Und mache einfach nur meine Standard-Sonderrunde, ein wenig durch die Natur. Aber auf einem geteerten Waldweg, wie ihr seht. Also ich befinde mich nicht außerhalb von Wegen, hoffe ich. Man weiß es nie. Ja. Wie gesagt, mach weiter so mit deinen Videos. Ist echt genial, hast du gut gemacht. Ich feiere die jedes Mal. Allen anderen wünsche ich noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt heute noch das schöne Wetter. Ich glaube, morgen ist das so vorbei für eine Woche. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Genießt die Natur. Respektiert die Natur. Macht keinen Blödsinn. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.